Hallo allerseits. Die kennt ihr doch, oder? Wie die? Die Frau. Also, Frau Brehm hat gesagt, ich soll es unbedingt mal wieder zum Essen ausführen. Und ich sagte, okay, gehen wir mal ins Hotel, ins Restaurant MAI. Mike ist auch dabei, hat auch schon Hunger, ne? Ja. Ich hatte es ja in einem anderen Video, hatte ich das vorgestellt. Und wir wollen direkt loslegen. Ausgepackt haben wir schon. Ja, ich habe Hunger. Frau hat Hunger. So, als erstes brauchen wir Wasser. Und das ist das Brot. Multigrain Snack Bread. Das ist so, hier haben wir die Erdnussbutter. Erdnussbutter, was heißt? Brezels. Cool. So. Hita, Weber. Ah, ich brauche einen kleinen Backstein. Sitz, Mike. Sitz. Sitz, habe ich gesagt. Der hört kein Meter, wenn es ums Essen geht, ja? Also, haben wir hier. Also es gibt übrigens Beef Stew, also Rindfleischeintopf. So, das ist der Karton. Da kommt erstmal das Essen rein. Nee, erstmal das Wasser. Ja, Pouch Heater Lines. Gut. Okay. Die verarscht mich. Würde ich nicht tun. So, den müssen wir zumachen. Dann kommt hier der Heater rein. Ja. Deshalb sage ich, brauchen wir hier das, den Backstein. Dann müssen wir das hier aufmachen. Du kannst das schon wegstecken, eigentlich. Ach. Jetzt kommt hier Wasser rein. Ja, aber dann ist das doch kalt. Nein. Weil? Das, was da drin ist, mit dem Wasser reagiert und Hitze erzeugt. Oh, ein Zauberkasten. Das festhalten? Brauchst du nicht. Guck mal hier. Schon fängt es an, ein bisschen zu kluckern. Siehst du? Ja. Das ist chemische Reaktion. So. Jetzt kommt das Essen hier mit rein. Do not overfill stand drauf. Ja. Und dann machen wir das hier so. Ja, und schon habe ich ein bisschen gelitten. Weißt du warum? Hm. Läuft jetzt raus. Nee, läuft nicht raus. Sondern? Ich habe nichts, um das zuzumachen. Ist keine Klemme da. Mal gucken, ob ich noch nicht eine habe. Dann bin ich deine Klemme. Dann bist du meine Klemme? Ja, ich klemme gerne für dich. Das läuft, läuft. Merkst du, dass es warm wird? Das riecht nur komisch. Ja, aber siehst du hier, guck mal hier, hier kommen die Bläschen. Oh, das Wasser ist warm, ja. Siehst du, und dann ist das... Aber das kommt nicht mit in den Beutel rein? Nein. Dafür hast du den Karton. Das muss jetzt so ein paar Minuten muss das durcherhitzen. So, da haben wir. Wo ist der Kaffee?
So, hier ist der Kaffee. Du musst das schon zuhalten, bitte. Am besten um die Tüte rum von dem Büchstuhl. Oh, was ist das denn? Das ist Kaugummi. Oh, Tabasco. Okay. So. Mikey, darf ich ein Leckerli von dir? Ja! Das sieht aus wie klumpige Milchschwitze. Kaffee ist fertig. Oh, sehr gut. Und Fleisch hätte ich gerne. Fleisch, kriegst du Fleisch. Blender. So. Brezels. Brezels. Das sind doch Brezeln. Die sind doch schon klein. Salzstangen. Das sind keine richtigen Brezeln, das sind Salzstangen. Das sind Mini-Salzstangen. Ja, Salzstangen. Das habe ich nichts, ne? Jetzt mache ich hier noch ein Brot. Das ist ein Ablock. Ja. Sieht eher aus wie so ein Zwieback. Ein überfahrenes Toastbrot. Die mache ich jetzt in zwei Hälften, eine für dich, eine für mich, und jede Hälfte wird nochmal halbiert, weil wir haben nämlich hier Erdnussbutter. Jetzt wird Erdnussbutter. Was hast du denn noch da? Grapefruit Marmelade. Ne? Da hätten sie aber zwei Brote einpacken können. Ja. Aber die gehen dann nicht davon aus, dass jemand sagt, nein, du kriegst nichts. Unverschämter Lümmel. Du ja. Das ist fest, ne? Die ist aber richtig fest. Das ist nicht Erdnussbutter, das ist Erdnussbeton. Butter ist ja auch eigentlich fest. Wenn so ein Kühlschrank kommt. Oh, sieht aus wie Erdnussbutter, riecht wie Erdnussbutter, schmeckt wie Erdnussbutter. Und guck mal hier, wie viel Butter die hat gemacht. Kaffee. Na, zum Ohr. War der da jetzt dran? Machst du dich ab? Nein. Ich hab die Gede zu gut.
Mahlzeit. Eindeutig unser Hund. Oh ja, der Kaffee ist hardcore, oder? Das Teewasser. Aber relativ weich am Bruch, ne? Also schmeckt das Fleisch, nur kannst du den Kaffee haben. Dafür kriege ich dann heute Abend eine Roulade mit Rotkohl und was gibt's dazu? Klöße? Vielleicht teile ich das auch mit dem Hund. Ah. Süß und salzig, guck mal. Da, 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 da. Oh. Wir haben es entdeckt. Stärke im Kaffee haben. Der braucht noch ein paar Umdrehungen. Wie schön, ich hoffe, der ist besser. So, weißt du was? Legt das Ding einfach mal da auf den, in den Stein drauf, dran. Aber quer. Ein bisschen quer da das Wasser. Nein. Noch ein bisschen mehr quer, damit das Wasser weiter hochkommt. Und auch das komplett mit dem Pulli versaut. Ich mache jetzt auch mal Folgendes. Das Fleisch mal den Topf. Du kannst kein Papier essen. Hör auf jetzt. Ach, du bist doof. Hör auf. Nein. So. 227 Gramm. Ist der jetzt besser? Warte, probier mal. Was ist denn jetzt? Boah, ist der bitter. Willst du ein bisschen Zucker haben? Boah, hier, den kannst du selber trinken. Dann nehme ich den Tee. Das ist kein Tee. Der hat aber so viel Bums wie Tee. No calorie sweetener. Immer rein damit. Ja, nicht auf mein Brot. Es gibt für Leute, die so Tracking betreiben und sowas, die haben auch meistens solche Packungen mit solchen, mit so einem eingebauten. Aufhören! Gehst du da weg? Oh. Na denn? Die Rosmarie ist auch da drin. Rosmarie? Mhm. Ja. Was der ist doch fast rein. Boah, Hardcore Bremen, was hast du da wieder angehört?
Ich bin nicht so der. Was sind das? Perfektionist mit. Was denn? Peace? Hm. Apfel? Ja. Also Bohnen, ne? Weil da sind Kartoffeln drin, Karotten, Tomatenpaste, Margarine, also Plastik. Sojabohnenöl, Wassersalz. Lauter gute Sachen, also hier Liquid Sojabohnenöl. Aha. Mike, mach ich ab jetzt. Künstliches Mehl, Beta-Carotin, Vitamine A. Nein. Onion Powder. Spice, Karamell. Dextrose, Salz, Garlic. Ganz viel Salz drin. Ja? Möchtest du was ganz Besonderes? Ein Carbohydrat Elektrolyt Beverage Powder? Food Punch. Oh, riech mal. Klack. Da kommen lauter Kastanien runter. Riech mal, das ist wie Quench. Kennst du noch Quench? Mhm. Das ist lecker. Wenn du willst, kannst du mal das, die Packung da in dem Karton drehen. Okay. Ja. Ist sie aber von oben nach unten. Links nach rechts und oben nach unten, genauso. Wird alles einheitlich erhitzt. Ja, schön. Willst du probieren? Hast du einen Becher da? Ne. Frauen mögen den Komfort. Ich mag keinen Komfort, aber der Kaffee schmeckt wie Tee. Damit kannst du doch keine Armee wachhalten. Nee, nur so ein bisschen. Probier mal, ob da zu süß ist. Sonst wird sich nach. Mehr Wasser. Mehr Wasser? Oh ja. Probier mal. Schwer süß. Das ist ein Kohlehydrat-Elektrolyte-Gemisch. Ja, das können die auch gut gebrauchen. Wahrscheinlich. Die Power. Vor allen Dingen, wenn die da im Irak alle Ehefrauen vom, wie hieß der Spaß hier nochmal, Saddam Hussein durchnudeln mussten. Hat der doch nicht mehr geschafft in seinem Alter. Blauer Himmel. Nein, Mikey. Nein. Psst. Ja, besser. Mal hier. Ja. Und das gluckert aber nicht mehr, ne? Hm? Nö. Nicht durch erhitzt, ist erwärmt. Das ist okay. Ist doch gut. Hm?
Mike, nein. Nein. Was verstehst du nicht an nein? Das ist nichts für dich. Danke. Ach ja. So. Dann wollen wir mal. Zu den verarschen. Was soll ich tun? Kannst du das Wasser auskippen? Ne. Erstmal wegstellen. Gut. So. Willst du den oder willst du den? Den. Schwester. Und? Riecht schon mal gut. Maike gefällt es auch. Ich glaube, dem gefällt alles, was ich hier oben mache. Manchmal gebe ich dir immer auf das Essen, weil wenn ich hier oben. Ja, du auch. Oh, hol mal Möhrchen, Kartoffeln. Voll Schnuppi. Hm? Also, das meine die Kamera, mach ich gerade ein Foto von. Mike, mach einen Abflug. Sowas Unverschämtes. Nee. Weiter, zurück. So, pass auf, mach mal so. Und zwar so. Und lächeln. So. Ja, aufgeregt ist immer, wenn wir hier oben sind. So, guten Gibt Appetit. Nichts. Guten Appetit. Bin im Ach, du hast schon? Ich hab schon probiert. Könnte aber wärmer sein, ne? Mhm. Ein bisschen. Dann halt mal. Du warst da. Vor die Linse, genau. Ich muss jetzt näher dran. Was denn? Nur so eine Portion. So eine Portion? Ja. Mike, sag mal. Lecker. Nee, ich esse auch nicht deine Breckis. Gibt's ja gar nicht sowas. Breckis. Breckis sind für Katzen. Wieso? Du kriegst keine Roulade gleich. Okay, du wolltest ja heute hier bleiben, ne? Nein. Ja. Aber schmecken tut's. Du wolltest ja noch Videos drehen und so. Nö. Ich bin heute fertig. Du bist heute fertig? Mhm. Darf ich dir einen Drink anbieten? Dankeschön. Und schön Punsch. Weiter essen. Ja. Schimpft doch nicht mit mir. Hab ich doch keinen. Essen damals. Nur mit dem Heizen funktioniert das nicht so richtig. Also es funktioniert schon. Man merkt auch, dass es warm ist, aber heiß soll es sein. Aber so eine Notration sind ja eben so eine Kompromisslösung. Ich glaube, im Notfall, wenn man richtig Hunger hat, ist das auch egal. Ich habe mal eine Doku gesehen aus dem Ersten Weltkrieg, oder vom Ersten Weltkrieg. Da haben die in Verdun
Guck mal, hast du mitgekriegt, wie ich es gesagt habe? War richtig? Einer in der Doku hat zum Beispiel gesagt, in Verdeng. In Verdeng? Verdeng. Weil ich der beste Funker war. Na. Na klar, da war oben im Himmel, im Ballon, du. Da war, da von oben hat er die Kasematten eingeschossen, du. Oh. Du darfst gleich einen Teller ablecken. Guck, komm. Naja, auf jeden Fall. Kennst du Angola? Na, Angola könnte ich mich durchsaufen. Oh, das gibt's doch gar nicht. Na, ist weiter. Und er hat dann erzählt, dass in Madame kamen öfters mal übers Feld Katzen zu denen in die Gräben rein. Und wenn einer dann zum Gefecht ging, kam er zurück. Die Katze war weg. Und dann sagte der zu seinen Kameraden, wo ist denn die Katze? Und alle Kameraden zu ihm, Katze? Welche Katze? Ja, war nur eine Hase. Mhm. Also. Ja, also. Was ist, Kumpel? Hast du Hunger? Komm, jeder noch ein Löffelchen und dann kann er ablecken. Okay. Der Blitz. Cool, brauchen wir den gleich nicht mehr spülen. War Spaß. Ich hab das gesehen. Ist aber, ne? Oh, ist das schön ruhig hier. Wie geleckt. Und da unten sind die ganzen Bekloppten. Verkaufsoffener Sonntag im Mülleim Kerlich, das ist der Hammer. Das schmeckt wirklich wie das kriegst du beim, beim Penny jetzt, das heißt irgendwas mit Quick. Früher hieß das Quench. Hm. Was haben wir denn noch? Was ist das? Nut and Raisins. Was könnte das sein? Nut ist doch Nuss oder nicht? Rosinen? Nuss-Rosinen-Mix. Pen-coated Chocolate ist. Also irgendwas mit Schokolade überzogen. Nachtisch, Baby. Die sind mir. Guck mal, da ist extra eine Lasche, da kann er die aufreißen. Sag mal, ich bin noch Messer, Sammler, Messerbenutzer. Ja, und wenn du Messer. Kein Messer dabei hast in der Pampa. Weil ich verloren. Hab... Oh! Smarties! Leck mich in der Tisch. Nein! Hier. Nein! Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Lecker. Guck mal, der aufgeregt ist, wenn es ums Essen geht. Grüne. Nein, Mike, ab. Armer Kerl, krieg keine Smarties. Magst du Erdnuss? Bitte schön. Der mag Erdnüsse. Mag ihr Erdnüsse? Mhm. Magst du meine Nüsse? Das sind ja keine Nüsse, das sind ja schon Rosinen. Vielleicht der Blanschko. Aber ich mag sie trotzdem. Das macht die immer. Ich habe die dicksten Schlepphoten, die ihr euch. Nimm den dicken Caledoni da, die da noch rumhängt oder was. Ja, irgendwann ist das seiliger wie die Glocken, ne? Das heißt, da hängen die Glocken länger als das Seil. Ja. Ach, guck mal, hier habe ich wieder Salz für den LKW. Schön. Weil nachsalzen musste man das nicht, ne? Oder? Was denn? Das Essen? Das Essen. Also ich denke mal so... Was macht die Kanne am Teller? Mach doch mal.
Habe ich noch nicht so. Das sind wirklich M&M's sind halt, glaube ich. Cool. Sehr gesund. Oh, eine schwarze Smartie. Die gibt's bei uns aber nicht. Die schwarzen. Ne, schwarze Smarties sind in Deutschland verboten. Wisst ihr warum? Politisch nicht korrekt. Und da sind auch noch ein paar Holländer drin. Immer. Oh Gott, verdammt. Warum steckt bei uns so die Müllabfuhr? Mit dabei, falls man am Essen kacken muss. Ja? Mit feuchten Tüchern. Zu für den Po oder was? Oder für die Hände? Wir haben sogar, komm her, wir haben sogar eine Anweisung für Feuchttücher. Tear open, packet and use. Also Packung aufreißen und benutzen. Das ist wie eine Anweisung von der Bundeswehr, von den Kampfschwimmern, ab einer Wassertiefe von 80 cm den Gefreiten selbstständig mit Schwimmübungen anzufangen. Das ist kein Witz. Ja, ist das jetzt für die Hände oder für den Po sauber zu machen? Feuchtes Tuch. Kannst du dir zum Hände abwischen oder zum Arsch abwischen benutzen. Und so. Ja, ist doch cool. Die sind lecker, die Messer. Wie groß die Rosinen? Die magst du ja nicht. A very strong napkin-sized towelet, saturated with cleansing lotion, cleans and refreshes hands and face without soap or water. Also, self-dries in seconds, leaves skin soft and smooth. Damit du ganz smooth in den Kampf gehen kannst. Your Fresh. English is very good. Not so good? Du kriegst gleich eine Kopfnuss, du. Eine andere Nuss wäre mir besser. Wäre mir besser. Herr German ist very good. Ach, du hast es nicht einfacher. Aber zur Entschuldigung sei gesagt, die Eltern von ihr sind aus Frankreich. Was hat denn damit zu tun? Na? Das ist, weil ich schon so lange mit dir zusammen bin, das färbt ab. Was, mein Deutsch ist ja wohl einzigartig gut. Ich hatte in der Handelsschule in Deutsch hatte ich eine 1 mit Sternchen und Smiley. Warum? Weil ihr dauernd Bilder gemalt habt oder was? Nein! Da siehst du, dafür war ich in Mathe gut. Echt? Sehr gut. Ja. Mathe! Also hier, die kommen morgen aus Frühstücksbuch. Mikey flippt total aus. Er sieht noch hier. Ja, der hat noch Rascheln und dann ist der schon da. Erdnuss. Ungelogen, der Hund isst Tomaten. Gurke. Apfel, Gurke. Erdbeeren. Erdbeeren. Der isst einfach alles. Außer Schoki kriegt er von uns nicht, weil das ist nicht gesund für den Hund. Ja, kein Zucker. Der Mikey ja aus Spanien stammt, sind wir uns da nicht so sicher, weil der früher alles gegessen hat. Aber man merkt ihm heute noch an, dass der wohl früher mächtig Kohldampf geschoben haben muss. Deshalb ist das für uns auch nicht nur Mikey der Buschkrafthund, sondern ey, die macht die Rosinen zu den... sondern das Survival Dog. Mhm. Na Mike, und einen Sohn hast du auch. Man hat ihn auf der Straße aufgegriffen mit einem Weibchen und einem Welpen. Hm? Jetzt geht's dir gut, gell? Jetzt machst du keine Hunger leiden. Aber trotzdem räumt er noch Müll am Haus. Ja, ne? Ungelogen. Und frisst den Katzen das Futter weg. Der muss gelernt haben, auf einen Treteimer, also wo man offene Pedal? Ja, Pedal. Keine Ahnung.
Naja, auf jeden Fall tritt man drauf, geht das Ding hoch. Das hat er gelernt. Und dann schlägt er diese fertigen Whiskas-Tütchen. Whiskas? Tütchen, die schlägt er aus. Ja, die reißt er einmal komplett auseinander und dann legt er die aus. Muss er ja auch irgendwoher wissen. Ich hab dem das nicht beigebracht. Naja. Wie? Hab ich doch nicht gesagt. Also, Ingredients: Corn Syrup, Grape Juice, High Fructose, Corn Syrup, Water, Citric Acid, Pectin, Potassium, so was. Das ist auch ein Tag. Grapefruit-Konfitüre. Das schmeckt bestimmt nicht schlecht. Mach ich morgen früh aufs Brot. Gibt ja auch. Guck mal, ich habe ja auch Wassermelonenmarmelade drin. Wassermelonenmarmelade. Oder es gibt ja auch Orangenmarmelade. Hab ich mir im LKW mitgenommen, war so geil. Und Hunger einigermaßen gestillt, ist normalerweise eine Portion für eine Person. Ja, geht so, da fehlt die andere Hälfte. Warte, gib mal einen Teller her. Also satt bist du nicht davon. Ja, von das war ja nur eine halbe Portion. Aber stillt den Hunger, ja. Ja, bestell ich ja demnächst nochmal eine Packung. Aber das sind ja jetzt so Sachen, die zusammen mit dem Saft ja nochmal ein bisschen Matschepampe geben. Arbeiten im Bauch. Der ist ja dann ein bisschen beschäftigt. Das geht ja und das Brot ja mal so richtig aufkühlt, wie so ein Betonklotz. Ja, das Brot bestimmt. Komm, schick mal die Leute nach Hause. Noch mal was zu tun. Nein. Sondern? Auf jeden Fall sowas in der Art. Ne, die will mir einen Arsch versohlen. Da steht sie drauf. So, ich sag tschüss, mach's gut, schwenkt der Hut und. Komm, sag. Tschüss, mach's gut, schwenkt der Hut. Ne, jetzt erst recht nicht. Also, ich muss mich mal neu ziehen. Also dann. Holla, ich hab auch ein Messer, ja? Ich kann mich auch verteidigen. Und ich hab noch. Ah, ist das vom Lasse? Ja, das ist halt, was der Lasse geschickt hat. Also, sag tschüss, Schnucki. Tschüss, bis nächstes Jahr. Mikey sagt auch tschüss.